Und weiter geht's mit Sansara, das verborgene Portal. Jetzt werden wir erleben, ob ich dieses Viteria hier... Oh, was für eine Aussicht hier hinten. mit meinen 5 Feen da drüben, von denen 4 übrigens Flügel haben. Ich habe ja selbst auch eine Viteria, der allerdings jetzt erst Level 11. Sieh hier, Blumella Level 15, Lana Level 16, Silia Level 16 und Tadana Level 19. Ob wir sie besiegen können. Was ich irgendwie bezweifeln mag. Boah, jetzt zieht die ab. Gut, 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 gut. Mach mich platt, du Bitch. Ich hab's ja gesagt. Hi! Die versteckt sich wenigstens nicht. Die ist aggressiv, die kommt nach vorne. Das ist mal was anderes. Es gibt ja welche, die verstecken sich. Oh, ich hab sie vergiftet. Ich habe sie vergiftet, ich habe sie vergiftet. Und ich wollte sie nicht fangen, nein, ich wollte sie nicht fangen. Naja. Ich habe sie schon, wo soll ich sie da fangen? Medizin. Jetzt wird sie erstmal geheilt. Nun gut, Gluck, 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 überall gluckert's hier. Ich umgehe jetzt mal die Bäume, weil ich gerade keine Lust zum Kämpfen habe. Ich versuche mal, sie zu umgehen. Insofern mir das möglich ist. Okay, hier war ich schon. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier echt falsch. Dass es hier irgendwie nicht weitergeht. Da springt bestimmt eine raus. Habe ich gewusst. Habe ich gewusst. So ein scheiß Pilz schon wieder. Pilzgesicht, komm her. Wie zwei. Da mache ich ganz sicher nicht mit auf 2. Was? 4? Ach du Scheiße. 4, du spinnst doch. Wie soll ich den denn besiegen? Der macht mich platt. Ich will gerade sagen, ziehen die eben so wenig ab. Wollen wir jetzt hier bleiben oder was? Noch von mir aus. Ich glaube, ich habe Vorteil. Und ich wollte ihn nicht fangen. Scheiße, Mann. Na, wenn er da auch rumläuft, kann ich es nicht ändern. Nein, verdammt. Dann gibt man schön Geld her.
Er braucht Heilung. Lana hat ihn dringend gebraucht. Ich will wieder zurück. Da ist ein, da ist der Typ von eben. Nee, das ist so ein widerlicher Kerl. Ich krieg mich nicht ein. Okay, speichern. Komm her, du hast Menschen gerochen. Sarkas Conservaiso! Stehen bleiben, Mensch! Mach dich platt, du Penner. Was hat. Ach du Scheiße, 19. 18. 22. Oh Gott, oh fuck. Das ist irgendwie nicht gut, was ich da sehe. Okay. Zum Glück sind sie sehr effektiv. Dafür ist der verdammt schnell. Aber Viteria könnte sehr davon profitieren. Könnte. Könnte. Das hat er getauscht, der Wichser. Hey, du Schweinepriester. Komm. Ich hasse dich. Tausche ihn mal aus. Ich kann mich nie bewegen. Ach, Dreck. Scheiße. Beweg dich doch. Nö. Ich muss sie austauschen. Was ist das Scheiße hier? Okay, es bleibt nur noch einer. Und das ist der. Also bist du auch gleich kaputt. Boah, der zieht aber ganz schön rein. Scheiße. Ja, immerhin. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Aber der hat auch ganz schön starke Viecher schon. Sie könnte sehr davon profitieren, muss man echt sagen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Fantastisch. Super. Es geht weiter. Geil. Sie bekommt auch ein Level. Sehr gut. Wow. Verdammt viel Punkte. Das ist ja sehr geil.
Tadana hat es leider nicht geschafft. Borasara, du bist versaut. Du kannst uns nicht alle besiegen. Aber ich kann es versuchen. Spacken. Jetzt muss erstmal wieder Tadana hier belebt werden. Prima. So, was haben sie jetzt hier für Level? Kann ich irgendwas verteilen? Ja. An sie? Ja, Abwehr ist irgendwie nicht so pralle, weil die haben alle schon besetzt. Außerdem habe ich nichts mehr auf Stufe 1. Genauso wenig wie für den Angriff. Da ist auch schon alles belegt. Okay, speichern. Uiuiui. Den Tadatrank. Noch ein Trank. Geh durch, Amy. Hier könnte ich tatsächlich da sein, wo ich hin will. Da ist so ein Steinkreis. Ich glaube, da muss ich hin. Oh, eine Kugel. Gut. Oh, die Zeit rennt, wenn man aufnimmt. Meine Güte. Da ist eine Eule. Amy, schön, dich zu sehen. Amy, pass bitte gut auf, was ich dir jetzt sagen werde, ist ungemein wichtig. Bisher helfen dir deine Feen ausschließlich beim Fangen anderer Feen. Ihre Macht ist jedoch größer, als man glaubt. In Kombination mit einer der seltenen magischen Feenkarten kann eine aktive Fee, also eine Fee, die dich sichtbar begleitet, neue Wege und Orte zugänglich machen. Mit der Feenkarte der Natur wird zum Beispiel Naturfeen in der Lage, düsteres Unkraut zu schrumpfen, bis es verschwindet. Nutze diese Fähigkeit, um die listigen Dornbüsche von der Oberfläche Sansaras zu verbannen. Ich habe ja auch so viele Naturfeen. Ich habe zu viele. Ach. Noch so ein Typ. Aber die Karte will ich haben. Feenkarte der Naturmagie. Okay, kannst du das dann machen? Ja, kann sie. Super. Supi. Da steht noch so ein Typ rum. Äh, 18? Sehe ich das richtig? Nein, sie hat weniger Energie, also kommt sie dahin. Okay. Bevor ich mich an den Typ daran wage, mache ich einen Cut und wir sehen uns wieder im nächsten Part von Sansara, das verborgene Portal. Bis dann!